Mein Name ist Konrad Faber, ich bin der Geschäftsführer des virtuellen Campus Rheinland-Pfalz. Wir sind eine wissenschaftliche Einrichtung der Hochschulen in Rheinland-Pfalz und unterstützen diese bei der Integration von digitalen Medien in Studium und Lehre. Unser Projekt heißt OER at RLP. Das ist ein bildungsbereichsübergreifendes Projekt zur Qualifizierung und Sensibilisierung bezüglich Open Education Resources. Daran beteiligt sind Einrichtungen aus Schule, Hochschule und Weiterbildung. Und in erster Linie sprechen wir Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in den verschiedenen Bildungsbereichen an und möchten mit dem Projekt die Informiertheit und den Kompetenzaufbau bezüglich offenen Bildungsmaterialien steigern. Eine Besonderheit unseres Projektes ist die Beteiligung von Einrichtungen aus allen drei Bildungsbereichen. Das heißt also, wir haben insgesamt 7 Projektpartner, wovon alle Bildungsbereiche dann auch abgedeckt sind. Und das ist auch, wie ich finde, eine besondere Herangehensweise an die Idee, sich gemeinsam auf den Weg der Öffnung von Bildungsmaterialien in Rheinland-Pfalz zu machen. Und das ganze Thema ist aus meiner Sicht ja auch ein Thema der Kooperation und der Durchlässigkeit. Und das kommt sehr gut in unserem Projekt auch zum Ausdruck. Im Vordergrund steht in dem Projekt OERLP die Steigerung der Informiertheit und der Kompetenzaufbau bezüglich der Akteure auf verschiedenen Ebenen. Und dazu haben wir verschiedene Handlungsbereiche der Qualifizierung, der Sensibilisierung. Und zum Einsatz kommen Instrumente und Maßnahmen, die beispielsweise durch Webinare, durch Blended Learning Ansätze gekennzeichnet sind. Wir wollen aber auch durch Tutorien oder durch Mikro-Einheiten des Lehrens und Lernens dieses Thema angehen. Und in dem Projekt möchten wir auch mal schauen und ausloten, welche neuen und innovativen Möglichkeiten gibt es auch in dem Bereich, die Mehrwerte und auch die Merkmale von Open Education Resources noch stärker in die Breite zu tragen. Laut unserem Projektplan starten wir mit Qualifizierungs- und Informationsmaßnahmen im März 2017. Allerdings werden wir mit dem einen oder anderen Bereich auch schon früher beginnen und es wird dann natürlich auch eine Auftaktveranstaltung geben. Das heißt also, die Maßnahmen werden sich über das gesamte Jahr 2017 bis Anfang 2018 hinziehen. Das ist, wenn man so will, ein gleitender Prozess hier. Ein wichtiges Ziel des Projektes OER at RLP ist auch, Konzepte und Strategien der Einführung von Open Education Resources zu initiieren. Das ist, wenn man so will, neben den eigentlichen Maßnahmen auch ein sehr wichtiger Faktor. Und die aktuelle Debatte um Digitalisierung in der Bildung hilft uns sicherlich, diesen Prozess voranzutreiben, die Stimmung und die Aufbruchstimmung ein Stück weit mitzunehmen. Das versuchen wir in dem Projekt OER at RLP natürlich auch.